Das sind einige Testaufnahmen mit der Kamera 415 JVC. Hier ist so ein Skigebiet, das allerdings so gut wie gar nicht zurzeit jedenfalls genutzt wird. Schlepplift läuft. Auf Skibetrieb sehe ich hier gar keinen. Vermutlich ist das auch noch gar nicht ausreichend. Und die Hintergründe kenne ich nicht, warum das jetzt nicht in Betrieb ist. Vielleicht ist auch gar kein Bedarf da. Heute ist Montag. ...9.1.2017 in Winterberg, und an diesem Skihang hier ist praktisch überhaupt nichts los, obwohl die Schneeverhältnisse nicht schlecht sind. Man könnte also durchaus Ski fahren, wenn man will, wenn man wollte. Das alles ist hier ohne Stativ aufgenommen, mit höchstem Verwacklungsmodus. Und will ich mir nachher mal ansehen, ob das was geworden ist oder wie verwackelt das ist. Tja, der Schlepplift ist völlig verwaist. Warum der überhaupt läuft, weiß ich nicht. Hier ist auch keiner, der irgendwie kassiert oder ähnliches. Sieht eher vergammelt aus. Also wer will, der kann hier vermutlich umsonst hochfahren, aber will gar keiner. Schade eigentlich, der Hang war sonst immer ganz gut besucht. Hintergründe kennt man nicht. Das kenne ich nicht. Das ist der Nordhang, beziehungsweise das ist hier so ein Skifolei. Eben dazugehörig zum Nordhang. Der ist auch irgendwie in Betrieb, aber doch nicht so richtig. Halbe Sache. Nordhangjause, also eine kleine Hütte. Da kann man ganz gut essen und trinken, so wie es aussieht und so wie ich gehört habe. Ja, okay, ist Montagmittag. Deshalb kein Betrieb. Ferien sind vorbei. Dann erst wieder am Wochenende. Ich bin jetzt hier am Sahnehang. Und ähnliches Bild, also kaum Betrieb.
Ein Schlepplift läuft. Und ansonsten ist es sehr ruhig hier. Das ist hier die Köhlerhütte. Ist sonst auch immer gut was los. Und zu meiner eigenen Information, ich habe jetzt mal umgestellt auf Farbsucher, wo der wirkliche Unterschied liegt. Weiß ich im Moment noch nicht, das muss ich mal ausprobieren. Also Unterschied dazu, wenn man es nicht eingestellt hat. Er ist mit den Kindern. Er sagt, wo sind sie denn? So, nochmal ein paar abschließende Aufnahmen hier vom sogenannten Sahnehang. Also für diese Schneeverhältnisse ist relativ wenig los. Aber wie gesagt, das meiste spielt sich eben an Feiertagen ab. Das ist nun mal so. So, von hier mal ein ganz kurzer Blick auf das verschneite Sauerland. Aufgenommen von Höhe Altastenberg aus. Ist etwas diesig, also nicht so der absolute Weitblick. Aber auch das ist Realität. Und Sauerlandwetter, eigentlich das Typische. So, hier werde ich mich gleich wieder verstreichen müssen. Ich stehe nämlich mitten auf der Bundesstraße, kurz vor Altastenberg. Und auch das ist Winterberg. Ich befinde mich hier direkt am Ortseingang von Altastenberg. Und das ist hier das frühere Hotel Platte. Völlig heruntergekommen. Es wurde einmal nicht mehr betrieben und hinzu kommt dann noch, dass da irgendwie der Blitz eingeschlagen hat. Das heißt, das gesamte Obergeschoss ist wohl abgebrannt. Kann man hier vielleicht so ein bisschen erkennen. Und das Dach fehlt im Grunde. Ja,
Fernwintersportort, hier habe ich Altastenberg. Ist dieses Hotel natürlich schon rein optisch nicht gerade förderlich. Sieht ganz schön heruntergekommen aus. Nein, es ist heruntergekommen. Das ist der Skilift Westfalenhang 2. Das ist auch nicht in Betrieb. Westfalenhang ist auch relativ steil, also nicht unbedingt für Anfänger geeignet. Ist auch noch dieser alte Schlepplift, diese alte Schleppliftanlage. Veraltete, sag ich mal. Nicht mehr besonders modern. Ja, und immer wieder erstaunlich, obwohl die Schneeverhältnisse das zulassen könnten, sind die Betriebe überhaupt nicht, die Lifte überhaupt nicht in Betrieb. Kassenhäuschen geschlossen. Schon nicht so prickelnd.